So, dann herzlich willkommen zum Zwischenupdate zu einer ungewöhnlichen Zeit, da ich aber eben 2 Wochen demnächst Urlaub habe, beziehungsweise der Urlaub eben am Dienstag halt startet. Deswegen ist es die vorletzte Videosendung. Ich werde am Wochenende nochmal ein bisschen den Markt screenen, beziehungsweise auch noch die aktuellen Setups nochmal dann benennen bzw. sinnvolle Stops hinzufügen. Heute werden wir jetzt hier nur kurz einen Schnelldurchlauf machen. Einige Setups sind eh ausgestoppt worden und das andere, die anderen schauen wir uns später an. Kommen wir jetzt kurz zum DAX. Heute Morgen war hier eben noch eine Marke benannt worden. Das ist jetzt wird kein Setup, sondern nur Analyse. Es sind ja immer zwei verschiedenen. Ich habe es jetzt ja definitiv die letzten Wochen sehr unterschieden zwischen Analyse und Setup und Szenario. Und ja, solange eben kein Stoppkurs und auch keine Pfeile da sind, ist es eher, oder Pfeile sind auch bei den Analysen da, aber hier war es einfach nur im Video erwähnt, dass sich diese Marke höchstwahrscheinlich verteidigt wird. Hier die 9850, beziehungsweise ich habe dann Spielraum gegeben von 10, 15 Punkten, also die 60 bis 70 hier. Und davon konnte er sich leicht absetzen. Allerdings, wie man jetzt aktuell sieht, läuft es wieder zurück. Also hier gibt es definitiv auch am Wochenende kein neues Setup. Schauen wir hier kurz mal den Tageschart an und wiederum spielt hier dann doch diese Aufwärtstrendlinie irgendwie eine Rolle auf Xetra-Basis. Aktuell hält sich eben der Kurs noch überhalb dieser Marke. Bei dem Dow Jones waren ja einige skeptisch. Ja, ich habe es ja mit zwei Positionen versucht zu traden oder beziehungsweise zu staffeln und der Stoppkurs lag hier etwa auf Schlusskursbasis, wurde schon zuletzt deutlich runtergenommen, als das zweite Limit nicht erreicht wurde und hier hat sich dann, wie gesagt, tatsächlich diese Trendlinie als absoluten Widerstand herauskristallisiert. Rund 120 Punkte wurden heute Vormittag mitgenommen. In anderen Analysen war auch immer noch von der, ja, 17.400 Marke, das war erst das erste Ziel, wo ich da die Hälfte mitgenommen habe, da es jetzt eben zeitlich ja relativ knapp war, ob der Markt das erreicht, wollte ich einfach 120 Punkte sichern. Und was für mich auch wichtig war, dass dieses schon sehr spekulative Setup nicht mehr ins Minus rutscht, bevor ich in den Urlaub gehe. Und im Prinzip hat man es schon geschafft. Jetzt wird hier dieses, ich habe ja vorher gerade noch ein paar Zeilen geschrieben, jetzt wird der Stoppkurs direkt hier hingesetzt auf das Kauflimit und dann dürfte es definitiv nichts mehr passieren. Ob jetzt hier das Kursziel, hier also das Korrekturziel erreicht wird, ja, im Prinzip muss jeder selber wissen, wann er dann die Position jetzt schließt. Für mich war es, wie gesagt, wichtig, dass diese Position ins Plus kommt und das hat die Position jetzt geschafft. Zu dem ja, neuen alten Setup wurde er ausgeführt, wenn man hier in den 5-Minuten-Chart rüberschaltet. Ich habe die Analyse etwa um 12.20 Uhr veröffentlicht. Da stand der Kurs noch über der 0,75-Marke. Halbe Stunde später ist hier genau das erste Limit erreicht worden. Also die erste Teilausführung fand hier statt. Und der Rest ist hier eigentlich alles beschrieben. Kann sich eben jetzt direkt hier nach oben absetzen. Zweites Limit ist auch gesetzt. Alles, was natürlich hier unter dieser Trendlinie stattfindet, ist natürlich negativ und ein Schlusskurs würde hier das Szenario dann beenden.
Zu Silber liegt man hier leicht im Minus, aber wie eben auch erwähnt, nach 3, 4, definitiv mehr als 1500 Pips Gewinn ist es hier ja natürlich nicht schön, aber eben vertretbar bzw. verkraftbar. Hier weiter würde ich nicht auf 4 Stunden Basis, sondern eben auf Tagesbasis den Stopp nehmen, dann ist es auch hier recht eindeutig, bislang hält die Aufwärtstrendlinie. Zack. Evotec hat den Stopp noch nicht erreicht, aber da wurde nur die Hälfte Positionsgröße auch genommen. Soll auch, ja, wird zwar am Wochenende noch kurz erwähnt, aber eigentlich ist der Stopp hier klar, nicht auf Schlusskursbasis, aber auf Schlusskursbasis kann man es auch noch lassen. Oder direkt, wenn das Limit erreicht wird, wird es verkauft. Was hier verkauft worden ist, Teilgewinne würden 42,80 mitgenommen. Den Stopp hat es jetzt eben hier erwischt. Also ist Morphos aus dem Rennen, aber auch mit einem größeren Gewinn im Verhältnis, wo eben auch der Stopp lag. Fresenius war natürlich ein bisschen auch klar, wenn der DAX fällt, fällt auch Fresenius. Hier wurde jetzt das Gap geschlossen, aber auch hier ist das Kauflimit bzw. der Stopp kann eigentlich mit der, ja, da das Kauflimit jetzt am Stopp war bzw. das Tief, kann hier eben auch nichts passieren. Also hat sich das auch erledigt. Einmal plus. Jetzt kommt noch ein anderes Besorgenkind. Die Twitter-Aktie sah vorher hier aus, dass es einen Hammer ausbilden kann. Hier wird höchstwahrscheinlich dann die Position jetzt ausgestoppt. Außer die Aktie kann noch bis Handelsende auf 15,90 ansteigen. Gold passt soweit auch in die erste Kaufzone rein. Das ist jetzt hier eigentlich ein schöner Hammer. Bleibt der so, wäre hier das vor, ja, Anfang der Woche, eigentlich letzte Woche doch eigentlich schon, präsentiertes Szenario, präferiertes Szenario, dann könnte es so eintreten. Allerdings ist es auch klar, dass hier die Korrekturbewegung sich auch noch ausdehnen könnte. Also nicht hundertprozentig. Aber was ist auch schon hundertprozentig klar an der Börse? Dieses wurde ja ausgestoppt, Pfund. Hier wurde im Tief jetzt nur die 92,40 erreicht. Nicht ganz die 91,50. Ja, definitiv, wer hier eingestiegen ist, liegt im Plus und muss jetzt halt selber schauen, wann und wie er seine Gewinne realisieren will. Also, ja, ich würde, wenn nochmal ein Rücksetzer wäre, 53,50, dann wären hier auf jeden Fall das Risiko verdient, beziehungsweise das Risiko ist auch schon verdient worden. Das war's. Danke fürs Zuhören und wie am Anfang erwähnt, ich werde am Wochenende noch ein Video drehen, aber sonst bin ich erst wieder am 10. April für euch da. Bis dahin auch frohe Ostern, schönes Wochenende oder auch erholsame Urlaubstage. Danke.